Im Alter von 22 Jahren, Bixka ist gestorben. Warum musste Bixka sterben? Der US-Rapper, der mit bürgerlichem Namen Alexander Wurz heißt, hatte seine Musikkarriere im Jahr 2019 gestartet. Wegen des Erfolges seines Hits Hitone Mega Play wurde der Musiker im darauffolgenden Jahr bei dem Label Guzzimanes 1017 Records unter Vertrag genommen. Doch jetzt die Schocknachricht: Bixka ist im Alter von gerade einmal 22 Jahren gestorben. Gerüchte über einen möglichen Tod von Bixka wurden am 22. Dezember erstmalig verbreitet. Des Labelchef Guzzimane sein Ableben abends gegen 21 Uhr bestätigte. Auf Instagram schrieb er: "Das tut weh. Ich vermisse dich sehr." Bislang ist von der Polizei nicht bekannt gegeben worden, weshalb der Amerikaner so früh aus dem Leben gerissen wurde. Freunde und Musikerkollegen nahm der Tod des Evult Keep Going Interpreten sehr mit. Im Netz meldeten sich mehrere von ihnen zu Wort. 1017 Label-Kollegin Encanting schrieb auf Instagram: "Sorry, wenn ich nicht antworte. Ich kann einfach nicht." Außerdem teilte sie ein Bild des Stars und fuhr fort: "Mein Baby, mein bester Freund, mein Sohn, ich liebe dich für immer und es tut mir so leid. Ich liebe dich so sehr. Du weißt, dass ich alles für dich tun würde." Anführungszeichen.